Gedankenblick. Wenn dein Gegenüber, die Person, an die du jetzt denkst, heute an dich gedacht hat, was ging ihm durch den Kopf? Und ich werde immer er sagen, denn wir schauen auf einen Mann, aber wenn ihr auf eine Frau schaut, münzt euch das bitte einfach um. Also Geschlechter spielen in dem Sinne keine Rolle. Wichtig ist, dass du jetzt hier gelandet bist, was sicherlich kein Zufall ist. Anscheinend möchte das Universum, dass du diese Botschaft hier siehst. Schau bitte, wie du in Resonanz gehst. Und dann starten wir auch direkt rein, meine Lieben. Denk dran, aktuell gibt es noch 30% Rabatt, Weihnachtsrabatt in meinem Online-Shop. Vielleicht wollt ihr euch noch was Schönes gönnen, ja? Vielleicht wirklich mal sich selbst was gönnen an Weihnachten und nicht immer nur für andere Geschenke besorgen. Dann schlag gern zu, ja? Leute, wir starten rein. Und ich bitte um klare Botschaften bitte für mein Team Sunshine. Du und er. Was ging diesem Menschen heute durch den Kopf? Ass der Kelche, Gefühle. Es könnte sein, dass du bei diesem Menschen Thema warst auf Herzebene. Und zwar hatte jemand Gefühle, starke Emotionen, egal ob positiv oder negativ. Mir kommen Emotionen rein, Erinnerungen, die im Herzbereich stattfinden. Vielleicht hat man irgendwie, ja, so Flashbacks kommt mir rein. Vielleicht hat man letztes Weihnachten noch zusammen verbracht und ist dieses Jahr jeder für sich. Was geht diesem Menschen oder ging diesem Menschen hier durch den Kopf, wenn er heute an dich gedacht hat? Ah, die Situation zu dir ist unklar. Das sagt dieser Mensch. Hier schwebt so eine Tendenz von Beziehung, eine Tendenz von einem Miteinander, aber irgendwie ist das Ganze gekippt. Ja, es ist nicht ganz vom Tisch, sagt dieser Mensch, aber er denkt wirklich so an dich und weiß nicht so richtig, was sind wir, wer sind wir füreinander, ja, wie steht sie zu mir, wie stehe ich eigentlich zu ihr. Also mit den zwei der Münzen ist hier so eine 50-50-Energie. Ja, ich habe auch das Gefühl, aktuell ist das hier was Leichteres. Ja, hier, man spürt noch eine Verbindung zu dir, aber es ist was Offenes, was Leichtes, etwas, was gerade nicht definiert ist, wie zum Beispiel bei Facebook, wir sind in einer Beziehung. Ich habe das Gefühl, es ist hier irgendwie was so zwischen den Zeilen, was gerade niemand so wirklich definieren kann. Es ist schwierig mit den fünf der Stäben. Ja? Das ist nämlich die Herausforderung. Es könnte sogar sein, dass es hier einen Mitstreiter gibt. Ja, vielleicht seid ihr auch in einer Dreieckskonstellation unterwegs und dieser Mensch sagt, ja, irgendwie schwierig alles, weil vielleicht muss ich mich da sogar noch gegen jemanden durchsetzen, vielleicht hat sie schon wen Neues oder da ist halt einfach wer an ihrer Seite, der Probleme macht für uns, ja. Darüber denkt dein Gegenüber heute nach. Ich habe hier auch ein Angebot mit dem Pagen der Münzen. Es könnte sein, wenn du tatsächlich jemanden hast, hätte dieses Gegenüber dir eventuell sogar ein Angebot gemacht oder dir vielleicht gerne ein Geschenk überreicht, aber er hat es nicht getan wegen dieser dritten Person. Oder man hat es wegen irgendeiner anderen dritten Person nicht getan, ja? So nach dem Motto, oh, ich weiß nicht. Ja, man ist hier in so einer richtig unentschlossenen Energie. Ich habe das Gefühl, auf eurer generellen Verbindung liegt ein Konflikt. Ja, was sagt die Energie? Ausgehend von deinem Gegenüber. Was hat er heute gedacht, wenn er heute, vielleicht sogar jetzt gerade an dich denkt, welche Energie geht diesem Menschen durch den Kopf? Affäre, meine Lieben, ich habe gerade von einer Dreierkonstellation gesprochen. Das ist hier vielleicht was Heimliches gewesen mit euch beiden oder eine Freundschaft plus. Oder aber jemand denkt darüber nach, eine Affäre mit dir zu haben. Dieser Mensch denkt darüber nach, eine Affäre mit dir zu haben. Hier sind Gefühle im Spiel. Was hat er gedacht? Ich denke an dich. Schmetterlinge im Bauch, wenn ich dich sehe. Die Betonung liegt auf, wenn ich dich sehe. Diesen Menschen, an den du hier denkst, dem gefällt unwahrscheinlich stark, was er sieht, wenn du vor ihm stehst. Da ist so eine ganz starke Präsenz, die du ausstrahlst. Sehr sexy. Ja, aber auf so eine selbstbewusste Art und Weise.
Man könnte Lust haben, mit dir was trinken zu gehen oder bei sich zu Hause was zu trinken, kommt mir rein. Vielleicht war das auch damals schon so ein Thema. Vielleicht hattet ihr so ein Lieblingsgetränk, ja, so ein kleines Ritual, was ihr dann immer getrunken habt. Das sind so Erinnerungen, die mir hier reinkommen. Okay, jemand hatte heute einfach, wenn es um dich geht, das Thema Affäre im Kopf. Ja, vielleicht ist das auch schon sehr lange her und man würde das gerne wieder haben. Dieser Mensch ist höchstwahrscheinlich im Rückzug, hat sich von dir zurückgezogen, plant aber etwas, hat das Verlangen, dir etwas mitzuteilen. Es gibt da nämlich etwas, das, ja, möchte man loswerden. Es gibt etwas, was einem klar geworden ist in diesem Rückzug. Ich habe das Gefühl, dein Gegenüber denkt recht häufig an das, was mit euch war. Würde das jetzt auch gerne wiederholen, behält es aber noch für sich, möchte es aber mitteilen. Und jetzt schaut mal, was hier noch liegt unterm Deck. Frühling. Ich habe das Gefühl, und das liegt hier oben ja auch mit drinne, es gibt etwas bei dir, du, die Person, die hier jetzt gerade zuschaut, weswegen dieser Mensch jetzt gerade nicht vorkommt. Vielleicht auch aus Respekt nicht vorkommt. Es jetzt gerade nicht für eine gute Idee hält, jetzt vorzukommen und dir das zu sagen. Ich habe das Gefühl, jemand hat sich das vorgenommen in diesem Rückzug. Er weiß, er wird es dir sagen, er weiß, er wird es dir mitteilen und es wird höchstwahrscheinlich so Richtung März bis Juni der Fall sein. Ja, jemand plant hier quasi schon, dir etwas zu sagen, zu gestehen eventuell auch, ja. Ein Geständnis ist ja immer so, oh, endlich ist es raus. Es könnte nämlich auch sein, dass dieser Mensch das jetzt schon länger mit sich rumträgt, kommt mir rein. Ne, das Geständnis an sich muss nicht so schwerwiegend sein, sondern es geht vielmehr um diese Zeit, die dieser Mensch das jetzt schon mit sich rumschleppt. Irgendwie war nie der richtige Zeitpunkt, sagt er. Er war immer in diesem jetzt oder, ach nee, ich warte noch. Jetzt, nee, jetzt auch nicht der richtige Zeitpunkt. Jetzt, nein, jetzt passt es auch irgendwie nicht. Hier ist irgendetwas auf deiner Seite, was ihn blockiert, auf dich zuzukommen. Du hast einen Partner, du bist vielleicht auch mit den Münzen und den Fünf der Stäben gerade im Geschäft sehr erfolgreich, ja, und er will da jetzt nicht so reingrätschen und dich aus dieser Energie rausholen. Irgendwas läuft vielleicht gerade bei dir gut, ja. Okay, der Frühling hat Relevanz. Der Frühling könnte eine Überraschung parat halten. Oh, da seht ihr das, diese Rose. Dieser Mensch hält die hinterm Rücken. Genau wie dieser Mensch hier seine Worte zurückhält. Jemand hält etwas zurück. Jemand muss dir endlich was sagen, kommt mir rein. Ja, denn aktuell ist er eher so heimlich unterwegs. Aktuell spioniert er viel mehr. Deswegen weiß er ja auch so gut über dich Bescheid, was da oben los ist. Ja, deswegen tut er ja gewisse Dinge auch noch nicht, weil er dich verfolgt. In Real Life, auf Social Media, du bist immer noch interessant. Du bist wirklich so ein Pralinchen, höre ich. Wo kommt das denn jetzt her? Pralinchen wird mir durchgegeben. Du bist süß, du bist kostbar. Okay, ich hätte gerne mal eine Emotion. Eine Emotion dieses Gegenübers, wenn er heute ein Foto von dir gesehen hat, wenn er an dich gedacht hat, auf welcher Energie schwingt er? Auf welcher Energie schwingt er? Positiv als auch negativ. Es ist alles vertreten in Legungen. Zwei. Siehst du das? Da sind schon wieder du und dieser Mensch oder diese Gegebenheit und er ist hinter der Mauer. Er ist wieder der, der hier so heimlich. Guck mal, diese Ziegelsteine, das könnten auch hier sinnbildlich diese weißen Streifen sein. Er späht nur durch die Mauer. Er späht nur von weit weg auf dich drauf. Dieser Mensch ist nicht bei dir, kommt mir rein. Aber er beobachtet dich. Vergeben. Vergib mir meine Schwäche. Ich schaffe es nicht, die dicken Mauern einzureißen. Ich bleibe da, wo ich bin. Hier sind dicke Mauern zwischen euch. Mauern. Blockaden. Ja, hier sind.
Ja, Gegebenheiten, die euch voneinander trennen. Wenn jetzt eine Mauer hier ist, dann ist er hier und du da. Und dazwischen ist diese Blockade. Und hier ist diese Dreiersituation zu sehen. Ich habe das Gefühl, das spielt eine ganz große Rolle. Und er sagt, ich bleibe lieber im Rückzug, da wo ich bin. Ich bleibe hinter der Mauer. Ich kann jetzt gerade nicht vorkommen. Plane es aber im Frühling. Trennung. Wow. Eine Trennung könnte generell bei euch der Fall sein. Ich sag dir, du bist höchstwahrscheinlich irgendwie verpartnert, verheiratet. Vielleicht hast du auch jemanden einfach so flirtmäßig an deiner Seite, lernst gerade wen kennen, ja? Muss ja noch kein fester Partner sein. Oder du hast auf deiner Seite eine Energie, wo er sagt, oh nee, da gehe ich lieber nicht bei. Oder da lasse ich lieber die Finger von. Oder oh, nicht, dass ich da noch was kaputt mache oder berühre bei ihr. Überleg mal, was das für dich sein könnte. Es geht hier aber darum, dass man das sprengen müsste. Ich sprenge jetzt die Ketten. Ich habe den Mut und die Kraft. Ich löse mich jetzt aus meiner Beziehung. Es könnte auch sein, dass er vorhat, sich zu trennen. Ja, aber einer von euch beiden, vielleicht sogar beide, irgendwer hat hier irgendwas, wovon er sich freimachen müsste, damit das hier eventuell mit euch funktioniert. Es gibt hier aber vielleicht auch ein Laster. Eine Sucht könnte das sein statt einer Person. Trauer könnte das sein statt einer Person. Ein Job, der einen sehr vereinnahmt, ja? Weiß ich nicht, eine Ex-Frau, an der man noch hängt oder so. Hier ist irgendetwas, was eine ganz große Blockade erzeugt. Er ist da separat für sich, du bist da. Aber auch dieses Vergebensein würde hier definitiv reinpassen, weil die Affäre drinne liegt. Ja? Wann hat man die denn? Ja, fragt euch das. Okay, wir schauen weiter. Also, seine heutigen Gedanken, Gedankenblick. Was ging ihm durch den Kopf, wenn er an dich gedacht hat? 10 der Stäbe. Er sollte sich von dir fernhalten. Du bist die Herrscherin und er ist der Teufel. Wahnsinn. Du musst dir jetzt vorstellen, du bist ein weißes Blatt Papier. Und er ist so, so ein verschmierter Kohlefinger. Ja? Wenn der dir zu nahe kommt, manchmal ist das ja, ne? Da reicht schon dieser Kohlestaub. Und du hast da diesen Schmutz auf der weißen Kleidung, auf dem weißen Laken oder auf dem Papier. Wenn er dir nur zu nahe kommt, wenn er eine gewisse Grenze vielleicht auch überschreitet, könnte das hier wieder schmutzig werden bei euch beiden. Könnte das hier wieder, ja, eine Versuchung sein, auf die man sich einlässt. Könnte das hier, ja, erneut passieren, kommt mir rein. Du bist die Herrscherin. Also das ist ein Riesenkompliment, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen hat er dich vorhin auch als Pralinchen bezeichnet. Vielleicht hattet ihr auch irgendwie so Spitznamen füreinander, ja, oder hat das damals schon gesagt, vielleicht warst du auch wirklich eine süße Versuchung für ihn. Hier hat jemand starke sexuelle Sehnsucht nach dir. Jemand sehnt sich nach dir. Du bist für diesen Menschen irgendwie auch ein Laster, etwas, was er nicht lassen kann. Du bist für ihn etwas, wovon er nachts träumt, wo er starke Lust drauf hat, starke Lust verspürt. Und du bist wie so ein Engel, kommt mir rein. Wie so ein unbeschriebenes Blatt Papier. Du bist vielleicht sehr, sehr klar, sehr organisiert. Bei dir läuft alles. Es ist vernünftig. Also du bewegst dich immer in hellen Energien. Dein Gegenüber, witzigerweise, kommt mir hier in dunklen Energien rein. Hat vielleicht eine Sucht, hat vielleicht Schulden, hat vielleicht Depression, hat vielleicht irgendwie ein schweres Leben, vielleicht auch dunklere Angewohnheiten, ja? Weiß ich nicht, Gewalttätigkeit, kriminelle Machenschaften. Das sind alles Dinge, wo man erstmal sagen würde, oh Gott, wie passt denn das zusammen? Und genau das ist der Knackpunkt. Es passt eigentlich nicht zusammen. Das denkt er. Er hat sich von dir distanziert. Ja? Und es könnte sein, dass du einfach hier in der Zwischenzeit jemand Neues kennengelernt hast oder dass du generell einen Partner hast und so weiter. Und er denkt sich, lass die Finger von ihr. Hier ist eine große, große Versuchung, aber er denkt sich, lass die Finger von ihr. Ich hätte gerne noch eine Lenny auf die Gesamtsituation. Welche Energie strahlt er in deine Richtung aus aktuell? Ja, der sagt, seht ihr das? Kein Kontakt.
Ja, und da haben wir noch die Bestätigung von außen. Hier ist das Schiff. Wir haben den, entschuldigt, wir deuten das einfach mal mit, bei jeder Lenny Bimmels, den Sarg und wir haben die Ruten. Wo bleibt das Bimmeln? Ich habe ja eigentlich meinen Ton immer aus, aber dann soll es so sein. Zweimal hat es gebimmelt. Ja, zwei. Die zwei könnte eine Rolle spielen. In 2 Tagen, in 2 Stunden. Hier kommt Bewegung in diesen Gesamtkonflikt. Mit den Ruten haben wir hier einfach einen Widerspruch. Wir haben hier etwas, wie gesagt, was nicht zusammenpasst. Wir haben hier, guck mal, Engelchen und Teufelchen. Engelchen und Teufelchen. Ja, wir haben hier diese Dualität bei euch beiden. Ihr seid quasi wie so zwei Stücke, die zueinander wollen. Ja, vielleicht so ein bisschen auch wie Yin und Yang. Hell und dunkel. Yin und Yang. Ja, eigentlich denkt man sehr verschieden, die zwei. Vielleicht kommt ihr auch aus verschiedenen Welten. Eure Lebenssituationen sind sehr verschieden. Vielleicht würde das in dem Sinne, im klassischen weltlichen Sinne, gar nicht so mit euch passen. Das denkt er. Ja, vielleicht seid ihr jung und alt. Habt irgendwie zwei Berufe, die nicht zusammenpassen. Zwei Lebensstile, die nicht zusammenpassen. Da ist vielleicht irgendwas. Zwei Religionen. Oder. Ja, aber irgendwie, ich habe auch das Gefühl, gerade auf sexueller Ebene passt es dann doch wieder sehr, sehr, sehr gut. Also eure Energie passt sehr gut zusammen, unabhängig vom Äußeren im 3D. Und hier kommt Bewegung rein in diesen ganzen Konflikt, sagt er. Was sagt er noch? Wenn er an dich denkt, welche Gedanken spielen hier eine Rolle? Verborgene Geständnisse. Übrigens gibt es die 30% auch auf alle meine Kartendecks. Da habe ich gestern einige E-Mails zu bekommen. Die gelten auf fast alles in meinem Online-Shop. Und ja, auch auf die schönen Kartendecks. Das ist natürlich eine Menge, was man spart. Ich glaube, es sind fast 18 Euro pro Deck, die man einen Rabatt bekommt. Reue. Ich hätte dich niemals gehen lassen dürfen. Dann bräuchte ich jetzt nicht so diese Sehnsucht nach dir haben. Hätte ich dich nicht gehen lassen, boah, hätte ich jetzt nicht dieses starke Verlangen nach dir, nach uns. Ich bereue das, dass ich dich hab gehen lassen. Rückzug. Ich bin nicht gegangen, weil ich dich nicht liebe, sondern weil ich mich nicht liebe. Ich sehe mich als Teufel. Ich sehe mich vielleicht sogar als jemanden, der dir nicht gut tut. Ich sehe mich als jemanden, der gar nicht so gut zu dir passt. Du bist wie ein Engel. Du shines bright like a diamond. Das Lied von Rihanna. Diamond, shine bright like a diamond. Hört euch das gerne mal an. Du bist so hell, du bist so gut, du bist so vollständig. Und ich bin genau das Gegenteil. Ich bin broke. Ich bin gebrochen, entweder vom Leben gebrochen. Oder ich als Mensch bin irgendwie gebrochen. Ich ziehe vielleicht Leute mit runter. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, ich tue dir nicht gut. Ich passe nicht zu dir. Das ändert aber nichts daran, dass ich Sehnsucht nach dir habe. Ja, ich habe mich zurückgezogen, aber auch das hat mich viel Kraft gekostet. Mir hat das sehr gefallen mit dir, mit uns. Aber du weißt ja um unsere Situation, um die Dinge, die uns voneinander trennen. Du weißt davon. Und hier müsste einiges passieren. Hier müssen in irgendeiner Form Ketten gesprengt werden. Was auch immer das für Ketten sind, die uns beide zurückhalten. Diese Ketten müssten gesprengt werden. Und dann komme ich noch dazu. Das ist der Grund, warum ich das beendet habe. Das ist der Grund, warum ich mich zurückgezogen habe. Du hast was Besseres verdient als mich. Und trotzdem, ob du es glaubst oder nicht, plane ich wieder auf dich zuzukommen. In diesem Rückzug, diese Sehnsucht, die bringt mich dazu. Ich habe mir schon viele Worte parat gelegt. Ich habe mir schon überlegt, was ich dir sage, aber ich warte so auf diesen richtigen Zeitpunkt. Der muss kommen, der richtige Zeitpunkt. Wenn ich heute an dich gedacht habe, wenn ich heute an dich gedacht habe,
habe ich an deinen Wert gedacht. Und ich muss schlucken. Ich habe mich verschluckt. Ich habe mich verschluckt. Das ist etwas, was ich vielleicht auch noch nicht ausgesprochen habe, immer wieder runtergeschluckt habe. In Wahrheit würde ich die Sterne für dich vom Himmel holen. Ich, der Teufel, würde aus meiner Dunkelheit, aus meinem Schatten treten und für dich die Sterne vom Himmel holen. Du hättest es verdient, denn du leuchtest ja selber so hell wie einer. Du bist mein Stern. Du bist für mich der Sonnenschein. Ob nah, ob fern, ich werde immer bei dir sein. Ich werde immer Verlangen nach dir haben. Ich werde mich immer nach dir sehnen, immer wieder an dich denken und immer wieder Revue passieren lassen, was wir hatten. Denn ich bereue das bis heute, dass ich dich hab gehen lassen. Ich bereue bis heute, dass es diesen Schlussstrich gab, dieses Ende gab. Noch halte ich hier mit hinterm Berg, aber es wird der Tag kommen, wo ich nicht anders kann, als dir das zu sagen. Dann kann ich es nicht mehr runterschlucken. Dann kann ich es nicht mehr verheimlichen. Dann kann ich es nicht mehr für mich behalten. Auch wenn ich weiß, es wäre besser für dich. Im Grunde tue ich das aus Respekt. Aus Respekt dir gegenüber. Und ich weiß, du kannst es vielleicht nicht verstehen, warum ich manches getan habe. Aber es hatte vielleicht auch einen anderen Hintergrund, als es ja für dich schien. Du hast das gesehen, was da vorne war. Aber welchen Hintergrund das hatte, warum ich mich so verhalten habe, das weißt du vielleicht gar nicht. Es gibt vieles, was du gar nicht weißt. Es gibt vieles, was ich hier hinter meinem Rücken habe, wovon du nichts siehst. Wenn du jetzt an mich denkst, würdest du vermuten, dass ich eine Rose hinter meinem Rücken für dich bereithalte? Nein, oder? Nein, kannst du nicht wissen. Denn du siehst von vorne nur den Teufel. Was ich da alles noch verstecke, in und hinter mir, das ahnst du nicht mal. Aber ich habe ja vor, es dir zu sagen, in Richtung Frühling. Vielleicht ist nächstes Jahr ein besserer Zeitpunkt dafür, anstatt jetzt. Meine Lieben, so lassen wir es stehen. Ich würde jetzt ganz gerne abschließend noch nach diesem Gedankenblick eine Botschaft von den Engeln ziehen. Für dich, für die Person, die mir jetzt hier zuschaut. Was wollen die Engel jetzt noch ganz neutral, wie so ein Schiedsrichter, der nicht parteiisch ist, zu dieser Situation sagen? Vielleicht brauchst du ja auch jetzt gerade eine Entscheidungshilfe, einen Rat. Was wollen die Engel dir hier noch mit auf den Weg geben? Oh, ich habe Gänsehaut. Seine Worte. Vielleicht ist nächstes Jahr der bessere Zeitpunkt. Jetzt schau mal, was die Engel dazu zu sagen haben. Oh, noch diese Botschaft von außen. Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt. Jetzt nicht. Es hat einen Grund, warum du da bist, warum er da ist, warum ihr euch beide auf eurer Timeline da bewegt, wo ihr nun mal gerade seid. Keiner kennt diesen Grund, außer das Universum selbst. Und jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt. Das sieht er ganz richtig. Und die Engel wollen es dir nochmal bestätigen. Wow. Und da sind wir wieder beim Thema. Alles passiert genau so, weil es passieren soll. Danach lebe ich. Deswegen habt Vertrauen ins Universum, mein Lieben. Abonniert den Kanal, wenn ihr heute in Resonanz gegangen seid mit der Botschaft. Dann habe ich nämlich morgen auch schon wieder eine neue für dich. Schalte ein, falls dich morgen interessiert, was dein Gegenüber ja, für dich denkt, fühlt, überhat, wie auch immer. Und ansonsten fühlt euch gedrückt, meine Lieben. Habt einen wunderschönen Abend, morgen, Mittag, wann auch immer ihr das Video geschaut habt. Und lasst mir einen Kommentar da. Den werde ich mir nämlich heute Abend schön durchlesen im Bett, wie jeden Abend. Das ist so mein kleines Ritual. Ja, ich freue mich drauf. Leute, like das Video, um dem Universum hier zu zeigen, okay, noted, ist notiert, ja? Und dann sehen wir uns morgen wieder. Ich drücke euch und niemals vergessen, mein Lieben, always smile and shine.